Also der Diaz. Geiler Typ. Sehr gut. Da ein bisschen Glück gehabt, ne? Eieiei. Was für. Also, Jakob, ey. Da hat er aber mal einen richtigen Tag erwischt, hör mal. Ja, stimmt. Schön, dass du dabei bist, Thorsten. Schön, dich hier im Chat zu haben. Ey, die spielen da aber auch Bälle. Sag mal, Thorsten, was hältst du eigentlich davon, dass die es irgendwie geschafft haben, die Qualität der Champions League-Aufnahmen zu verbessern? Aber ich muss sagen, im Gegensatz zu den ersten Aufnahmen, die ich gesehen habe, sind die hier schon wirklich besser. Damit wäre das Internet weg, also wenn er gleich hier rausfliegt. Die Leitung hat sich quasi gerade verabschiedet. Und ja, müsst ihr gleich nochmal nachjoinen. Unglaublich. Jakob Diaz für 2-0 gegen Tomokazu Harimoto. Das ist ja so stark. Nee, das Internet war weg. Keine Ahnung, warum der das hier immer regelmäßig macht, aber das kotzt mich richtig an. Sieben, vier. Jo, da kann man auch ruhig mal klatschen, wenn man so die Kante trifft. Das war eine Wahnsinnsvorhand. Richtig gut. Also, Diaz spielt auch technisch so einwandfrei, ne?
Ja, habe ich eben auch schon gesagt. Ich habe eben schon gesagt, Diaz, damals in Saarbrücken oder in Ochsenhausen hat er ja gespielt. Den fand ich damals schon so gut. Boah. Eieiei. Eieieiei. Was für ein geiles Spiel. Boah. Also das waren 2 Punkte. Da hätte er sich das Ding auch holen können. Mr. Chaw. Mr. Chaw mit dem Samurai-Schwert. Tolle, Chaw, Chaw. Guckt euch diese Rückhand an. Wahnsinn. Jawohl. Das gibt's ja nicht. Ey, was? Ey, was? Oh Gott. Also, Jakob Diaz, du bist bei mir gerade ganz, ganz, ganz weit nach oben gerutscht in meiner Lieblingsspieler Kategorie. Aber ganz weit nach oben. Karmupfel, der Thorsten und ich, wir erklären dir das gleich, wenn das Spiel zu Ende ist, ja. Also Jakob Diaz, früher in der TTBL gespielt, in Saarbrücken und auch oder in Ochsenhausen, in einem von beiden Vereinen, ich weiß es gerade nicht mehr, der TC London, also der Thorsten wird euch das besser sagen können. Weil er wahrscheinlich auch damals die Spiele von dem geschnitten hat, hundertprozentig. Aber international habe ich den jetzt auch schon lange nicht mehr auf der Bühne gesehen, obwohl er vielleicht noch mal international spielen sollte. Wow. Wow. So krass. Oh, war der knapp. Oh, war der knapp. Boah, krass. Unglaublich. Unglaublich. Jakob Diaz, Alter. Ey, du Wahnsinnskerl. Sehr schön, Thorsten, dass du das mit reingekattet hast. Diese Stimmung. Sehr gut. Also, das Spiel werde ich nachher bei mir in der Story nochmal reposten. Das ist ja Wahnsinn. Also, krass. Ja, also auch meine persönliche Meinung zu Jakob Diaz, nicht nur, dass der technisch einwandfrei spielt, sondern auch das, was er da jetzt abgeliefert hat in der Champions League, wäre eine Bereicherung für jeden TTBL-Verein. Ja.